Können, Steine, Denken. Diesen Text habe ich am 9. April 2018 für einen Freund in Pfalz geschrieben. 1994 hat Umberto Eco paradoxe Exerzitien über das Denken der Steine verfasst, wo ich natürlich alles abgeschrieben habe. Im Jahr des Herrn 2024, Richard David Precht im Gespräch mit Professor Jürgen Schmidhuber. Überleben kann. Aber ich brauche zum Beispiel nicht die 1000 Gefühle, die jeden Tag durch das menschliche Gehirn schießen. Gefühle sind auch wichtig, ja. Und unsere kleinen künstlichen Intelligenzen haben seit vielen Jahrzehnten Gefühle. Denn es ist aus ingenieurstechnischer Sicht wirklich wichtig, Gefühle zu haben. Und es geht schon los mit Schmerzsignalen und Belohnungssignalen. Ja? Wenn ich irgendwo anstoße als ein dummes kleines Baby, dann merke ich, das tut mir nicht gut, weil da so negative Zahlen von diesen Schmerzsensoren kommen. Und es gibt so einen eingebauten Mechanismus im Baby, das versucht, diese Summe der negativen Zahlen zu minimieren und versucht, die Summe der positiven Belohnungssignale zu maximieren. Gefühle nennen. Sie würden das nicht quasi Gefühle nennen, sondern Sie würden sagen, das sind Gefühle. Also Sie würden sagen, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt sind irgendwann Trauer, Liebeskummer und so weiter. Das sei ein fließender Übergang. In vieler Hinsicht schon, denn dieser Wunsch, dieses Schmerzsignal zu vermeiden, der führt zu allen möglichen sekundären Emotionen. Sie würden auch sagen, das ist ein Wunsch. Das ist nicht sozusagen ein eingebauter Mechanismus, sondern ein Wunsch. Ja. Welches Wort ich dafür verwende, ist eigentlich egal. Ja? Wichtig ist, was kommt raus am Ende. Ja? Hätte Richard David Precht Umberto Eco gelesen, 1994. Und, komm, es ist einfach. Das passt alles zur Playlist auf wikidienstag.ch und an dem, was wir an diesem Wochenende hier in diesem Dismusche am Arbeiten sind. Was ist eigentlich postparametrische Modellierung? Ciao.